Hi, es ist die Gefahrenunterricht. Ich bin Philipp. Ich möchte euch ein weiteres Tool vorstellen. Ich bin auch schon mittendrin. Und zwar hat Jörn mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt kostenlos gibt für Mac-Geräte zumindest. Bei Windows bin ich mir nicht ganz sicher. Kostenlos heißt, ich kann es runterladen und ich kann 7 Tage benutzen. Wenn ich es dann, das seht ihr hier, wenn ich es dann länger benutzen möchte, dann kostet es 100 Dollar im Jahr, wenn man das nutzen möchte. Jetzt, wofür ist dieses da? Es geht eigentlich darum, coole Videos machen zu können. Und zwar geht es darum, auch Slides präsentieren zu können. Und gleichzeitig kann man diese Software auch benutzen als Input für Zoom oder für Teams oder für andere Videokonferenzen. Also man kann eigentlich das Bild über dieses laufen lassen und dann so einen Hintergrund oder sowas einspielen. Jetzt seht ihr grundsätzlich, wie es funktioniert. Ich habe hier mein Presenter-Fenster und ich habe hinten Rooms. Das heißt, die Rooms machen, dass es so einen Hintergrund hat. Ich mache jetzt erstmal sowas ganz Konventionelles und lasse mal den Hintergrund so ganz zurück sein. Dann kann ich unten, also eigentlich sind es drei Elemente: Presenter, Hintergrund und Folien. Die Folien seht ihr unten. Ich kann wählen, ob die groß sein sollen, ob sie so über die Schulter sein sollen oder gar nicht da. Und dann kann ich eigentlich mit den Pfeiltasten da unten auch weiterklicken und andere Folien einblenden, die ich dann da unten schon vorbereitet habe. Ich kann auch gleich eine Newsletter machen, indem ich zum Beispiel Screenshare mache und etwas aus meinem, ja, ich nehme jetzt hier noch mal eine andere Alpaka-Version und das hat jetzt eine neue Folie gegeben, die sollte hier auftauchen, genau, hier ist sie und ihr seht, das ist jetzt ein Screenshot, der jetzt auch gleich als Folie aufgezeichnet worden ist. Dann gehe ich mal die Elemente durch, also Folien haben wir jetzt gesehen, man kann natürlich GIFs, man kann auch Videos einbetten, also das kann sich auch so bewegen, was natürlich sehr, sehr cool sein kann für Videocontent, wenn man einen Ausschnitt aus einem Video zeigen möchte. Das wären die Folien. Dann komme ich zum Presenter-Modus. Das, was ihr jetzt seht, ist nämlich nur die halbe Miete. Ich kann da viel coolere Dinge machen. Ich mache mich jetzt mal grün und schneide mich aus. So. Und jetzt sieht es schon total futuristisch aus. Jetzt kann ich mich da ganz nach unten machen. Also schon sehr, sehr cool so. Ich kann mich auch so als Viereck und dann kann ich das total gut zoomen. Ich kann so ein ganz kleines Bild machen. Es gibt dann auch Hintergrundbilder, wo dann so der Presenter irgendwo drin ist oder es sieht so aus. Aber ich mache es jetzt mal so ausgeschnitten und vielleicht lassen wir es mal blau so. Das finde ich, sieht jetzt ganz ansprechend aus. Und jetzt mache ich mal die Folien weg. Ich mache mich vielleicht hier mal so ein bisschen größer. So. Und jetzt mache ich den, zeige ich euch den Hintergrund. Jetzt wähle ich mal diese Hexagons. Ihr seht, also so habe ich schon was, was dann recht unique aussieht. Also wenn ich jetzt da oben auf Record gehe, dann nimmt es ein Video von mir aus, bei dem ich dann so spreche oder dann natürlich auch Folien einblenden könnte, wie ich jetzt genau möchte. Und wenn ich da draufklicke, ich mache mich jetzt noch mal kleiner. So, mal die Folie hier, mich da. So, jetzt muss ich nur noch mich erwischen. So, ich bin da, genau, Folie da. Und jetzt kann ich diesen Vertical Tilt wählen, also so wählen, wie soll die Folie dargestellt sein, den Horizontal Tilt. Also ich würde jetzt mal sowas so ganz für die Seite wählen, wie dieses Bild dann eingespielt wird. Was ich auch machen kann, ist, ich kann jetzt ich kann auch die Durchlässigkeit, also ich kann mich jetzt hier so ein bisschen transparent auch darüber legen, wenn ich das möchte, oder mich so ganz stark hervorheben. Kann ich mit den mit dem Hintergrund so jetzt verbinden. Also ich fasse kurz zusammen, ich muss jetzt nicht alle Spielereien vorführen, die es gibt. Ich kann sehr, sehr coole Hintergründe, die auch animiert sind. Also ich zeige hier nochmal diese Wellen beispielsweise.
Kann aber auch was ganz Ruhiges nehmen. Dazu kann ich Folien einblenden, die ich sehr variabel gestalten kann, und ich kann mich selber in einer Presenter-Ansicht hier ins Bild bringen. Und so kann ich natürlich Erklärvideos oder kurze Präsentationen gestalten, die echt optisch und ästhetisch noch ein bisschen mehr bieten als jetzt Loom beispielsweise oder eine andere Recording-Software. Das Ganze ist intuitiv, es ist spielerisch bedienbar, aber es hat seinen Preis. Wenn man die Vollversion wirklich nutzen möchte, dann muss man 100 € pro Jahr dafür bezahlen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.